Zwettl, das Zentrum des Waldviertels. Hier errichteten im 12. Jahrhundert die Kuhenringer eine Burg- und Kirchenanlage. Bestätigt wird dies durch spätere Urkunden, in welchen auch das Kloster Stift Zwettl genannt wird. Diese Zisterzienserabtei besteht seit ihrer Gründung 1138 ohne Unterbrechung. Von besonderer Bedeutung sind der Abteihof, der Prälatengarten, und der spätromanische bzw. frühgotische Kreuzgang. Aus dem 18. Jahrhundert schließlich stammt die Stiftsbibliothek, für deren farbenprächtige Deckenfresken der Barockmaler Paul Troger verantwortlich war. Von Beginn an wurde der Bestand der Bücher immer erweitert und bildet heute eine beeindruckende Vielfalt. Das bekannteste, die Bärenhaut mit einer Sammlung von Urkunden und der Hausgeschichte, stammt aus der Zeit um 1320. Ein weiteres bedeutendes Bauwerk nahe Zwettl ist Schloss Rosenau. Sein heutiges Aussehen bekam das Schloss im 18. Jahrhundert. Es war unter der Herrschaft des Grafen Leopold Christoph von Schallenberg, der dem Bunde der Freimaurer angehört haben dürfte. Und seit 1975 beherbergt das schöne Barockschloss Rosenau das Österreichische Freimaurermuseum. Es gibt einen Einblick in die Welt der Freimaurer, in ihre Rituale und Symbole. Und wirft einen Blick auf berühmte Freimaurer und deren Lebenseinstellung und Sinnsuche. Bedeutende Bauwerke gibt es viele in Zwettl. Aber die zwischen fünf Hügeln eingebettete Stadt hat auch noch eine andere Tradition, nämlich die des Bierbrauens. Bis in das Jahr 1708 lässt sich die Geschichte der heutigen Privatbrauerei Zwettl zurückverfolgen. Von dem damals erwähnten Bräuer auf der Stiegen bis zur heutigen Privatbrauerei Zwettl war es ein ereignisreicher Weg. Die Brauerfamilie Karl Schwarz führte Zwettl über Generationen hinweg zu einer Stadt der großen Biere und trägt die große Geschichte der Braustadt in die neue Zeit. Zwettl, eine Stadt mit Tradition und eine Stadt mit modernem Touch. Und nicht selten finden sich in gemütlichen Gasthäusern Volksmusikanten zusammen, um gemeinsam zu musizieren.